Na? Wie geht's dir? Cool. Ja. Herzlich willkommen hier bei der ASMR Model Agentur. Wie kann ich dir behilflich sein? Also du willst schnell Geld machen, ja? Ja klar, wir brauchen alle Patte, ne? Ist logisch. Das Gras wächst nicht auf den Bäumen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich meinte natürlich das Geld. So. Dann nehme ich mal deine Personalien auf. Dein Name, bitte. Dein Wohnort. Deine Straße. Wo wohnst du? Welche Straße? Alles klar. Und welche Hausnummer hast du? Hast du Haustiere? Da, das ist von Relevanz, weil ich das sage. Ja. Also, was hast du hier? Alles klar. Wie groß bist du denn? Was für eine Schuhgröße hast du? Okay, durch meine Sonnenbrille sehe ich jetzt nicht so genau, was deine Augenfarbe ist. Sag sie mir doch einfach mal kurz. Ja, alles klar. Okay. Ich denke, das war alles. Moment. Wo kommst du, also wo kommen deine Eltern her? Bist du deutsch komplett oder? Okay. Auch also hier geboren. Alles klar. Naja, Postleitzahl auch noch. Okay. So. Dann lass uns beginnen, aber es ist ein bisschen dunkel geworden. Dann ziehe ich dann lieber die 3D-Brille an, damit auch alles in 3D ist, ne? Versteht sich? Ist ja logisch. Okay. Du bist hier, wie gesagt, du möchtest schnell Geld verdienen. Gutes Geld, wie ich denke. Richtig? Genau. Okay. Das wird wie folgend laufen. Es kommt darauf an, was du willst, ne? Willst du dein nur so Ganzkörper machen? Weißt du, Ganzkörperbilder so? Oder willst du nur dein Gesicht nehmen? Oder deine Füße? Oder deine Hände? Oder was? Nur deine Augen? Willst du für Brillenmodell stehen? Willst du für Socken, Unterwäsche, Mützen? Ringe. Ja, das ist eine große Auswahl. Also, worauf möchtest du dich denn spezifizieren? Und wie lange hast du schon den? Ist es ein Traum von dir? War es jemals ein Traum von dir, Model zu werden? Oder dachtest du dir jetzt so, weil es nichts anderes gibt, mache ich das mal? Oder wie ist das? Okay. Hast du schon ein bisschen Experience so? Hast du ein bisschen Erfahrung in dem Bereich?
Hast du ein Problem damit? Ja. Sagen wir mal so, bis wo ist deine Schmerzensgrenze? Was willst du? Bis wo würdest du gehen und was wäre schon zu viel für dich? Okay, das können wir respektieren. Kein Problem. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Sorry, ist wichtig. Wenn ich schon am Handy bin, kann ich noch ein Selfie machen. Ne? Das ist doch witzig. Ah, also du willst mir auf Snapchat folgen? Okay. Ich heiße auf Snapchat Whisper Julius, also WHISPER und dann Julius. Moment, ich zeig's dir. Ah, so. Okay. Wo haben wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Okay, ich werde jetzt ein paar Fotos von dir machen, okay? Nur um dich ein bisschen, nur um dich in diese unsere Datenbank einzuspeichern, um potenzielle Interessenten auf dich aufmerksam zu machen, ne? Damit du vielleicht ein paar Jobs drankommen, falls überhaupt welche drankommen, ne? Ich kann nie was versprechen. Ich kann nur den Schritt machen, dich zu potenziellen Interessenten zu vermitteln. Und wenn die dich dann nehmen wollen, dann wollen die dich nehmen. Wenn nicht, dann nicht. Da kann ich auch nichts dran rütteln. So, jetzt halte du bitte kurz still für mich. Und ne, nicht lächeln, einfach nur starr gucken, als wäre ich ein. Ja, guck einfach, wie die Kuh, wenn es donnert. Weißt du, was ich meine? Okay. Gut. Und go. Nummer 1. Dann guck jetzt mal bitte nach rechts für mich, für dich nach links. Okay. Bitte nach links für mich und für dich nach rechts gucken. Einfach mal dahin gucken. Okay. Dein Kinn bitte etwas höher. Okay. Und zack. Alles klar. Und ja, jetzt gib mir mal dein typisches, dein Selfie-Blick oder dein, wie du denkst, am hübschesten zu sein. Zeig dich von deiner Schokoladenseite. Ja. Okay, das sieht doch gut aus. Okay, und jetzt eine kleine, wie soll ich sagen? Mach etwas, was individuell ist. Ich rede jetzt nicht von irgendwie von Grimassen schneiden oder von. Mach, was du denkst, was dich aus der Menge herausstechen lässt. Okay? Brauchst du Zeit, um dir zu überlegen, was du machen willst, oder weißt du es schon? Ich gebe dir einfach ein paar Sekunden, eine Minute oder so. Lass dich von mir nicht stören. Sag mir einfach Bescheid, wenn du so weit bist, okay?
Ne? Okay. Gut. Dann mach dich bereit. Sorry, ich bin auch bereit, klar. Und zwar jetzt. Ja, das ist cool. Das ist cool. Ja, korrekt. So, das war's eigentlich auch schon fürs Erste. Mehr kann ich nicht tun. Da du meintest, dass du halt nur was mit deinem Gesicht machen möchtest, mit Brillen. Oder willst du auch noch mehr? Also ich kann auch noch Fotos von deinem Körper machen. Also damit ich möchte dich nicht zu irgendwas zwingen, ne? Wir belassen es bei den Brillen. Alles klar. Gut. Dann ja, will ich mich bedanken, dass du bei der ASMR Modelagentur vorbeigeschaut hast. Falls sich Interessenten melden, werde ich mich natürlich bei dir melden. Und ja. Ah, Moment. Ganz vergessen. Hier ist der Vertrag. Wir bekommen 100% deiner Einnahmen. Du musst tun und lassen, was wir dir sagen. Das kann auch beinhalten, wann du schlafen darfst, wann du essen darfst, wann du duschen darfst und so weiter. Keine Ehepartner, keine Lebenspartner dürfen bei uns sein. Weil bei Lebenspartnern gibt es immer Krisen und da gibt es hier mal Stress und da mal Drama und ja, darauf haben wir persönlich keine Lust. Deswegen bitte keine zwischenmenschlichen Beziehungen, die ja, tiefer gehen als Familie. Aber sonst, ja. Einfach unterzeichnen und dann bist du auch schon Mitglied bei unserer Modelagentur. Und ich muss sagen, du hast Potenzial. Du hast richtig Potenzial, muss ich sagen. Aber richtig. Ja? Da ist auch nichts dran zu rütteln. Ne? Wenn ich dir das sage, dann kannst du mir glauben. Und wenn du das hier unterschreibst, mach ich dich dick zum Star. Ja? Da wirst du bald richtig viel Knete verdienen, ja, richtig Kohle machen, ja, richtig die Mäuse in der Hand haben, ja, richtig das Geld rumfahren mit dem Schubkarren, ja. Du musst halt nur unterschreiben und dann, ja, dann geht's auch schon los mit deinem neuen Leben, sozusagen, ja. Hier. Nimm dir Zeit, lies in der so oft durch, wie du willst, da, an dem Vertrag ist nichts dran zu rütteln. Hat die Heidi auch schon versucht, die Klum, ne? Aber wie du siehst, ist auch aus der was geworden. Ne? Also, unterschreib einfach, vertrau uns, wir regeln dein Leben. Von dann, wenn du unterschrieben hast, dann regeln wir dein Leben sozusagen. Nur mal als Vorwarnung. Nimm ihn ruhig mit nach Hause, wie gesagt, release ihn dir 20 Mal durch. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann würde ich mich freuen, dich als neues Mitglied der ASMR-Modelagentur begrüßen zu dürfen. Ja. Alles klar. Dann ja, verabschiede ich mich hiermit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Da ist die Tür. Und ja, ciao. Tschüss. Ja. Immer diese Trottel, die hier reinkommen und denken, die würden was.